So Leute, bei einem Bierchen versuchen wir das jetzt nochmal. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es insgesamt 8 Level gibt? Nicht? Gut, dann habe ich es jetzt gesagt. Okay. Ich komme gerade aus der Badewanne. Das war wie immer wundervoll und fast so heiß wie die Lava hier. Also ich meine jetzt, ich bade immer sehr heiß. Da ist das Wasser immer heiß. Ach Gott, ich rede mich gerade wieder um Kopf und Kragen, glaube ich. Okay. Konzentration. Oh, ja. Okay, ist soweit so gut. Und jetzt ist aus hier mit meinen Skills. Okay, irgendwie habe ich mich hier gerettet. Aber das Schlimmste kommt erst noch, Leute. Ihr glaubt mir das nicht, aber es ist so. Passt mal auf. Boah, ich hab's geschafft! Oh nee. Nee, das glaube ich jetzt gerade irgendwie selber nicht. Auf Anhieb! Ey, auf Anhieb! Oh Mann, ich bin des Wahnsinns, das gibt's doch nicht. Auf Anhieb! Boah! Mann! Oh, das ist schon krass, Leute. Krass! Oh, ich freue mich. Ah, jetzt geht's langsam nach Ägypten. Ägypten ist ein furchtbares Pflaster. Das wissen alle, die schon mal Asterix gespielt haben, egal in welcher Form. Okay. Ach, komm jetzt! Gut, jetzt ist es auch schon wieder vorbei mit den Skills. Och, na, das ist übles Respawning. Komm, nimm das, komm. Hey, du sollst. Da rutscht man nämlich. Zu meiner Verteidigung, da rutscht man. So. Es ist echt übles Respawning. Kommt jetzt bestimmt auch gleich einer. Au! Sag ich's nicht? Okay, wie komme ich da runter? Muss ich da überhaupt runter? Wahrscheinlich nicht. Ach, egal. Ach, was mache ich denn hier? Okay, diese Glücksträhne, die kann ich ewig wehren. Okay. Oh! Habe ich den Zacken nicht gerade berührt? Ich habe den doch gerade berührt, oder? So, jetzt aber langsam. Gleich tot. Ach, da oben ist wieder so ein Wutzi. Die erwischen mich immer. Ich weiß auch nicht. Ja, egal. Oh nein! Seht ihr das? Der hätte einen Trank gehabt. Och nee, ey. Es ist echt unfair, ey. Na gut, jetzt muss ich ein bisschen besser aufpassen. Guck, das erwischt einen immer. Ich habe keine Ahnung, wie man da dann vorbeikommen soll, aber okay. So, jetzt konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Ich war gerade so gut. Ja? Hey, was war das? Okay, Anlauf. Yeah! Einmal los. Die Musik ist furchtbar. Und Ägypten ist auch in jedem Asterix-Spiel eine furchtbare Stage. Wird nur noch durch irgendwelche Loren-Leveln getoppt. Aber nicht geschlagen. Es kommt auf die persönlichen Vorlieben an. Boah, flieg hier noch in den Abgrund, Junge. So. So, und du bringst mich jetzt nicht mehr um, bitte. Kollege. Naja, gut. Jetzt hat er einen Haxen. Das ist mit dem Feuer ein bisschen blöd. Das erwischt mich immer. Seht ihr? Das erwischt einen immer. Okay. Oh Gott. Der respawnt. Nein! Ich muss da hoch. Gott im Himmel, ey.
stellenweise wirklich sehr originell gemacht. Da kann man überhaupt nicht meckern. Aber mir wäre jetzt gerade irgendwie Leben wirklich lieber gewesen. Hast du eins dabei? Auch nicht. Scheiße. Finde ich nicht gut, Junge. Na egal. Da müssen wir durch. So, und hier hätten wir den Schlüssel. Und das Ganze nochmal zurück. Nein, nicht ganz. Wir müssen, glaube ich, hier runter. Wenn nicht, bin ich jetzt Game Over. Okay. Okay. Egal, wir haben jetzt den Schlüssel. Das ist alles, worauf es ankommt. Scheiß auf die Punkte. Und der Wirbelsturm erwischt uns. Natürlich erwischt er uns. Komm jetzt, Freck. Ich möchte nicht hier mein ganzes Leben verbraten. Ha. So macht man das. Aber die sind schon verflucht schwere Gegner. Also man kann die nicht so einfach besiegen. Weil man ja nicht... Au! Ja, super. Haben mich gleich zweimal erwischt. Und das war echt toll gesprungen. Wirklich, Steffi. Das war super gesprungen. Ich gratuliere. Vor allem mit dem Schlüssel im Gepäck. Jetzt sollte die Stage super einfach sein. Ja. Und beachte den Konjunktiv. Komm jetzt, Frecke. Danke. Aus dem Asterix, warum trinkst du den Zaubertrank nicht? Warum benutzt du ihn, um... Ja, um zu schießen? Ach komm, der erwischt einen doch immer. Kann man auch gar nichts dagegen tun. So, und jetzt hochkonzentriert, ja? Hochkonzentriert. Okay, ich habe schon wieder die Stacheln benutzt. Oh, egal. Ja, ein paar Löcher in der Schuhe, was soll's. So, und jetzt hochkonzentriert. Denk an deine Skills von vorhin, ey. Du hast das auf Anhieb geschafft und keiner hätte es geglaubt. Naja. Und hier geht's dann. Kawabanga! Nein! Schnell der respawnt. Gut. Das sieht doch schon mal besser aus. Vor allem, weil wir gleich nach rechts gehen können. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay, los. Prost, ihr Lieben. Oh. Ich glaube, jetzt kommt auch kein Boss mehr. Glaube ich. Wir bleiben mal bei Asterix. Aber ich glaube, einmal muss ich nochmal Obelix nehmen. Das könnte sogar hier gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir können mit Flammen schießen. Dann müssen wir wieder oben rum. Oh, nicht schlecht. Ja. Asterix muss aufs Klo. Und hat so ziemlich die Hosen voll. Ach, shit. Ja, genau, das war das Level mit... wo man eigentlich Obelix nehmen sollte. Wir werden gleich sehen, warum, denke ich. Muss man sich hier so hochkämpfen. Ich glaube, den Schlüssel, der war auch wo irgendwie anders. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die gar nicht geschafft mit dem Asterix. Ich habe die mit Obelix gemacht. Hatte mehrere Gründe. Aua. Okay, das war extrem dumm. So oft. Aua, das war auch noch viel blöder, war das? Okay, da kommt jetzt auch Feuer raus. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich weiß einfach nicht, wo der Schlüssel war hier. War der hier unten? Der war... dass ich nicht auf die Statuen achte. Steffi, achte auf den Hintergrund. Ich muss da eh den Obelix nehmen, wahrscheinlich. Ach. Okay. Och nein, das sind diese Viecher. Ach, scheiße. Ja, das bedeutet Instant Death, Leute. Die kann man nicht abkriegen. Das geht gar nicht. Da ist man gleich hinüber. Ja. Gemein, ne?
Okay. Vielleicht muss ich doch erstmal hier rüber. Ich glaube nicht, das war's. Nicht. Ach so, ich kann Licht machen. Stimmt ja. Es wird halt gleich wieder dunkel. Okay. Man sieht's. Da ist nichts. Ich muss da irgendwie. Den Schlüssel zu finden war schwierig mit Asterix. Mit Obelix hatte ich da nicht so viele Probleme. Es fragt mich aber nicht, woran es lag. Okay, da war blöd. Okay, nochmal. Okay, da war auch doof. Ich geb's ja zu, ich schieße ihn da ein bisschen weiter rüber. Ah, ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt sollte es klappen. Was? Ach krumm. Bitte verarscht mich nicht. Die verarschen mich doch. Das ist doch jetzt eine Verarsche hier. Nein, das sind meine phänomenalen Skills, sind das. Hä, wieso? Ach komm. Okay, nochmal. Ich bin doch vorhin auch raufgekommen. Was soll denn das? Ich stehe jetzt nicht mehr. Ach, egal. Komm, dann machen wir eben so. Wenn wir hier nicht raufkommen, was das so aussieht, dann machen wir so wie vorhin. So gehen wir so hoch. So wird es ja wohl hinhauen. So, jetzt muss ich überlegen, wo ich da runter musste. Da muss ich irgendwo runter. Ach ja, dich habe ich ganz vergessen. So. Okay, da kommt auch nochmal ein. Aber wo musste ich da runter? Das ist jetzt eine wirklich gute Frage. Ich hätte gleich Obelix nehmen sollen und meinem weiblichen Instinkt trauen. Ich gehe jetzt mal hier runter. In der Hoffnung, hier liegt die Lösung des Problems. Ich muss den Schlüssel finden. Es ist... Ah! Das sieht gut aus, oder? Ha! Bin ich gut oder bin ich gut? Oder bin ich einfach nur gut? Okay, Och nein! Nein! Das war fies. Leute. Instinktiv hüpft man auf die Dinger drauf. Das ist echt gemein. So, okay. Au. Ich bin jetzt echt ein bisschen sehr traurig. So. Sehr traurig. Oh. Aber jetzt haben wir den Schlüssel. Das ist die eine Schwierigkeit dann weniger. Das heißt, wir... Obwohl, da kommt, glaube ich, noch eine. Da müssen wir die richtige Tür rausfinden. Aber ich weiß nicht mehr, ob das das Level war oder ein anderes. Ach, wir werden es sehen. Ansonsten gibt es das dann in der nächsten Folge. Da lose ich dann weiter ab nach meinem phänomenalen Erfolg. Ne? War ja schon cool, oder? Also auch so auf Anhieb. Eines der schwierigsten Level in diesem Spiel zu schaffen. Komm aus der Badewanne, hock mich hin und schaff das Level. Das war schon episch. Au! Nein! Okay. Okay. Mach du da dein Feuerle. Ich mach das jetzt so. Gut, okay. Da hüpfe ich jetzt nicht mehr drauf. Nee. Okay, ein Leben. War doch ein Leben. Ja. Okay, hier muss ich jetzt die richtige Tür nehmen. Sonst fängt der ganze Spaß von vorne an. Und wir haben es geschafft. Das passt sich richtig gut. Das passt richtig gut. Denn wir haben auch schon wieder eine Viertelstunde gespielt. Bedeutet für mich Pause und für euch auch. Bis dann!